Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal und wir sind hier unterwegs in einem Sektor, wo es zwei Handelsposten gibt, die wir wahrscheinlich gleich mal nutzen werden, um die Beziehungen vielleicht zu verbessern. Kurz noch gesagt, dass der Thomas Stehle geschrieben hat. Ja, war klar, Frachtraum kann man überall bauen, richtig. Das werden wir dann wahrscheinlich in dieser Folge tun, damit wir den auf jeden Fall größer haben. Und das nächste ist, dass sich mir aufgefallen ist, dass der Generator natürlich zu schwach ist für das ganze Schiff. Das müssen wir dann schauen. Irgendwo bin ich wahrscheinlich Strande vorbeigeflogen, Neutralitätsgeschichte oder sowas, wo es dann vielleicht besser gewesen wäre, da was auszubauen. Aber naja, ist vorbei. Ja, und dann hat er noch geschrieben, dass wir auch eine Blaupause aus einer Waffe machen können und die dann wiederum bauen können. Ja, das müssen wir dann mal gucken. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, nach dem Intro schauen wir weiter, wie wir das mit dem Frachtraum machen. So, dann gucken wir mal rein. Frachtraum bauen. Das haben wir ja Urgonit, das geht ja wohl, oder? Frachtraum. Urgonit haben wir eigentlich zu wenig von. Ich würde dann doch lieber auf Grün gehen, hier auf Naonit. Weil da haben wir genug von. Und Geld ist auch kein Starter geschrieben, das ist auch schlecht. Ja, hat er vollkommen recht. Was haben wir hier für ein Kästchen? Ja, das passt. Steuerung C, V. Ist das Kästchen so groß? Das ist schon mal gut. Und dann machen wir hier den Frachtraum mal drunter. Und den rasten wir da ein. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr, oder? 567. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel. Ah, 100er mehr. Wenn ich den noch da einbaue, geht das denn noch gut? Könnte auch nur so ein Stück bauen, ne? Sieht doch auch nicht schlecht aus, oder? Machen wir erstmal so. Ja, und dann fehlt uns natürlich noch der Generator, den wir aber hier auch wieder nicht bauen können, weil hier gibt es keine freundschaftlichen Sachen. Außer hier dieses Depot, Handelsposten oder der Handelsposten. Wo ist der? Der Handelsposten ist da, der andere ist nicht so weit weg. Okay, dann nehmen wir den doch zuerst. Fliegen wir da mal gerade hin und gucken uns das an. Ja, wir haben aber kein Geld, dann ist das wieder so eine Geschichte für sich, ne? Ich glaube, das haben wir gerade noch so bewerkstelligt, dass wir da nicht reingeknallt sind, ne? So, fliegen wir mal näher ran. Hier ist ja gerade ein Dockingport, da kann man den Traktorstall nutzen. So, und dann Güter handeln, ne? Kaufen und verkaufen war die Sachlage, oder? Bergbauroboter, ja. Du kannst nur 5 von dieser Ware leisten. Aha, dann ist mein Geld schon alle. Kaufen wir. Da haben wir hier 1500 verbessert. Und verkaufen wir. Nochmal 2,7 dazu. Es fehlt. Okay, jetzt können wir nur noch 4 davon kaufen. Haben wir nochmal 1100 gekriegt. Das ging diesmal noch. Ach so, da. Verkaufen. Ja, das wird jetzt auch ein bisschen besser. Jetzt haben wir nicht mehr genug Geld. Jetzt gehen nur noch 3. Kaufen. 3. Verkaufen. Kaufen. Verkaufen. Kaufen sollte nicht mehr gehen, doch geht nochmal. Aber jetzt geht es bestimmt nicht mehr. Genau, fehlen uns wieder Geld.
Zweier nur noch kaufen. Und wieder zwei verkaufen. Zwei verkaufen. 10.400. 11.000. Ja, jetzt. Oder sind das 12.000 gesamt? 12.000 gesamt, okay, es wird nicht mehr langsam. Jetzt fehlt das Geld. Jetzt kannst du nur einen kaufen. Dann können wir noch einen verkaufen. Das macht jetzt auch nicht mehr so ganz so viel aus, glaube ich, ne? Ah, 300 gab das jetzt. Ach so. Jetzt geht, na, geht nochmal. Okay, geht ein bisschen länger. So, jetzt fehlt es Geld, wir können keinen mehr kaufen. Damit sind wir da durch. Wir sind jetzt aber auf gut gekommen, das ist ja schon mal was, ne? So, was haben wir jetzt hier? Handelsposten, Ressourcendepot, Reparaturdock. Okay. Jetzt kommen wir da erstmal weg, ja. So, jetzt sind wir mit denen schon blau, das ist ja auch nicht schlecht, ne? So, jetzt müssten wir nur mal gucken. 7 Schiffe von den Vereinigten Clan von Olli so. 26 Asteroiden, Depot gibt's hier. Gut, dann müssen wir mal gerade gucken, wo wir hinfliegen. Achso, die grünen Blipse hat er auch geschrieben. Und da gibt es auch größere grüne Blipse. Frag mich nicht, welche er meinte. Da gab es auf jeden Fall die größeren grünen Blipse. Gibt es wegen, sag schon, DLC, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken. Wir wollen nach Osten fliegen, denke ich mal. Also. Und wieder weit, weit weg, ne? Naja, dann ist das halt so. Dann wollen wir gucken, dass wir, wo wir die Beziehung jetzt hier mit denen verbessert haben, dann auch ein Dingens finden, eine Werft finden, wo wir dann da generatormäßig was machen können. Ne? Aber jetzt ist natürlich das Geld, aber das brauchen wir da wahrscheinlich auch für. Ne? Keine Ahnung. Müssen wir gucken, weiß ich nicht. Wird schon werden. Aber diesmal ist der Generator voller gewesen. Mit dieser Kaufaktion hat er sich doch gut aufgeladen, der Akku. Schauen wir mal, wie es ist. So, Tore ist klar. Raumjägerfabrik, Weizenfleisch, Chemie, bringt mir nichts. Dann nehmen wir das Nordosttor, welches dort ist. Wieder reichlich weit fliegen. Kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Akku gleich leer. Aber wir kommen auf jeden Fall noch schnell dahin. Bevor der Akku leer ist, sind wir fast durch. Ja, dann schauen wir mal. Fliegt er da durch? Ja, ne? Nee, fliegt er nicht. Wir müssen noch mal Gas geben. Aber das war auch nur ein Millimeter, den wir weiter mussten, damit der Sprung geht, ne? Krass. Gut. Was sagt uns dieser Sektor? Es gibt ein Osttor, welches wir verfliegen würden. Reiszentrum und Militärstation, okay. Militärstation. Güter handeln. Aber bringt uns ja nichts, ne? Ostgate. Das ist da hinten. Okay, dann müssen wir dahin fliegen. Das dauert leider ein bisschen. Akku ist leer. Kriegen wir hin. Also schon ein großer Asteroid hier rechts nehmen, ne, oder? Mal gerade ein bisschen nach rechts fliegen, weil davor ist auch noch ein Asteroid.
So, jetzt sind wir auf Kurs. Strom geht noch nicht, beziehungsweise Hyperraumantrieb. Ja, zieht sich gerade dann wieder, ne? Kann noch nicht Gas geben. Na, jetzt brauche ich es auch fast gar nicht mehr. Aber jetzt sind wir gleich durch. Mit normaler Geschwindigkeit. Ja, jetzt sind wir am Tor. Alles ist gut. Torgebühr bezahlt. So, nächster Sektor. Haben wir reingeguckt. Handelsposten gibt es hier. Ja, dann würde ich sagen, auf nach Osten. Und das ist wieder weit weg, ne? Jetzt geht unser Antrieb schon. Gucken wir, dass wir da durchkommen. Ja. Akku noch 3 Balken, noch 2 Balken, noch einer und leer und wir kommen mal durch. Und in der Hoffnung, dass im nächsten Sektor dann das passende ist, was wir brauchen. Hier ist gar nichts. Das heißt, der nächste, na, diesmal ist ja nicht ganz so weit, ne? Aber Akku ist leer. Aber Generator lädt es gerade wieder schon mal. Und wir fliegen langsam der Sache entgegen, leider. Tja. Wir müssen unbedingt jetzt so eine Werft finden, damit wir da weiter ausbauen können. Das geht gar nicht so, ne? Jetzt haben wir es schon hochgelevelt. Das war erfolgreich, dass wir Beziehungen gut haben, aber es ist das Ende vom Lied. Wir finden jetzt keine Schiffswerft. Ich glaube, Ausrüstungsdock geht auch, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ja, jetzt sind wir ganz peu à peu dahin geflogen. Akku lädt da unten noch, 4 Balken erst, der 5. läuft. Und wir kriechen durchs Tor. Da oben kam eine Meldung, ich habe jetzt nicht gesehen, was da passiert ist. Wahrscheinlich sind da irgendwelche in den Sektor gesprungen, ne? Keine Ahnung wer. Plastikhersteller 5-mal, toll. Und dann haben wir noch ein Nordtor, wo wir jetzt hinfliegen können. Da ist ein mobiler Händler, aber der bringt mir, glaube ich, gerade auch nichts, oder? Ja, können wir schneller fliegen? Nein, können wir noch nicht. Tja. Jo, dann würde ich aber auch sagen, jetzt geht's, ne? Fliegen wir gerade noch in den einen Sektor rein, gucken uns den noch an und dann ist es das erst für die Folge auch gewesen. So. Bam. So. Gerade noch reingeguckt, einen Handelsposten gibt es hier und Nordgate. Das heißt, wir fliegen zum Nordgate, aber ich denke, wir sind dann erstmal raus hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, schreibt gebt einen Daumen hoch. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.